Offizielle Zahlen über Corona-Tote werden weltweit veröffentlicht. Aber stimmen diese Zahlen auch wirklich? Oder wie kann man wissen, wie viele Menschenleben die Pandemie forderte? Anfang 2020 wurde von der UNO eine Pandemie ausgerufen. Die Länder wurden darauf aufgefordert, die eigene Bevölkerung vor einer Ansteckung zu schützen. Ziel jedes Landes war es, die Spitäler darauf vorzubereiten, sodass Todesfälle verhindert werden konnten. Maßnahmen dazu wurden weltweit eingeleitet. Allein durch die Maßnahmen wurden zumindest die Todesfälle bei Verkehrsunfällen stark reduziert, weil Menschen zu Hause blieben. Die Staaten führten eine tägliche Statistik, um einen Überblick zu bekommen. Alle Länder hatten das gleiche Ziel. Aber alle haben verschieden reagiert. Während in der Türkei die Masken kostenlos abgegeben wurden, kämpften andere Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, um überhaupt noch Masken zu bekommen. Während in der Türkei die Grenzen zum Iran verriegelt wurden, hat die Schweiz an der Grenze zu Italien nichts unternommen. Während in der Türkei die Corona-Tests für alle Bürger kostenlos waren, mussten in der Schweiz Menschen ohne Symptome die Tests selbst bezahlen. Daraus folgte dann auch, dass in der Türkei nicht nur Kranke mit Symptomen getestet wurden, sondern auch alle Kontakte der letzten Tage. In der Schweiz mussten die Angehörigen ohne Test 10 Tage in Quarantäne und fehlten so als Arbeitskräfte in der Wirtschaft. In der Türkei konnten negativ Getestete arbeiten gehen. Trotz den Maßnahmen in der Türkei kam der Virus ins Land, aber erst viel später. Dennoch gab es überall Corona-Tote. Ob die offiziellen Corona-Todeszahlen stimmen, das wissen wir nicht. Schauen wir auf die Statistik, dann hat die Türkei bis heute rund 50.000 Tote zu beklagen. Deutschland mit der gleichen Bevölkerungszahl beklagt mit 91.000 Corona-Toten fast das Doppelte. In der Schweiz sind es 11.000 Corona-Tote mit einer 10-mal kleinerer Bevölkerung. Also beklagt die Schweiz noch mehr Tote als Deutschland und die Türkei. Aber wie gesagt, auch die Corona-Statistik kann hier variieren, denn jedes Krankenhaus entscheidet die Todesursache selbst. Deshalb wird die genaue Anzahl Toten erst durch die allgemeine Todesrate des 2020 sichtbar werden. Es ist einfacher, jeden Toten zu zählen, als an oder durch Corona gestorbene Menschen zu unterscheiden. Ist allgemein ein markanter Anstieg der Todesfälle zu beobachten, dann kann man dies mit der Pandemie begründen. In der Tat gibt es seit 5 Jahren weltweit den höchsten Anstieg an Todesfällen im Jahr 2020, so auch in Deutschland, in der Türkei und in der Schweiz. Die Pandemie hat also stattgefunden. Dank den Maßnahmen konnten die Staaten die Anzahl Toten begrenzen. Darauf sind die Länder stolz.